Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Das sind wir und nach dem harten und wirklich langen Auftakt wird es heute ein kleines bisschen entspannter. Heute haben wir Sex and Crime, Sales immer und so, ohne Tote, ohne Blut, naja, vielleicht nie mit nicht ganz so viel Blut, ich kann es nicht ganz versprechen, aber wie immer verspreche ich viel echtes Leben, einen echten Fall, kein echtes Urteil, aber viele Fragen, die wir uns sicherlich alle stellen werden. Ihr wisst, ihr findet sämtliche Folgen von uns und alles andere, also sozusagen alles aus 7 vollendeten Staffeln und Episode 1 von Staffel 8 und die jetzt auch. Also alles, was es sozusagen von uns gibt in der ARD-Audiothek. Ich mache das immer, damit ich mich nicht so verlaufe. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt Videoversionen von uns immer auf YouTube, in der ARD-Mediathek und von Zeit zu Zeit im HR-Fernsehen. So ist es tatsächlich. Und du hast schon ein bisschen was angeteasert. Ich hatte es vor 2 Wochen ja auch schon gesagt, dass heute keiner ums Leben kommt. Es ist nach diesem ersten harten Fall auch einigermaßen entspannt, aber ich glaube nicht, dass es allgemein entspannter wird, weil ich habe jetzt schon viele Fragen. Ich habe die Befürchtung, es werden viele Fragen nicht beantwortet. Die allererste Frage kann ich euch schon mal jetzt spoilern, bevor wir den Text hören. Meine erste Frage, die hier steht, ist What? Smiley Face. Gucken mal und hören mal, warum ich das auf meinem Zettel stehen habe. Der Fall. Sie waren offenbar auf Bomberjacken aus, aber nicht auf irgendwelche, sondern auf das Original. Und deshalb haben 2 Männer einen 38-Jährigen angeblich dazu gebracht, 2 dieser Jacken für fast 600 Euro für sie zu bestellen und sie auch zu bezahlen. Er zeigt sie an, spricht von Schlägen, Quälereien, Bedrohungen, Fesseln und Erpressung. Ihm sei angedroht worden, es werde ihm das Geschlechtsteil abgeschnitten. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft sieht einen Anfangsverdacht und ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Aber war es wirklich so? Wurde Dominik E. tatsächlich genötigt? Die Staatsanwältin stößt auf einen Vertrag, in dem das Opfer seinen mutmaßlichen Peinigern ein derart ruppiges Verhalten erlaubt. Ich glaube, die Fragezeichen und das Smiley-Face, was ich jetzt hier auf meinem Zettel stehen habe, erklären sich ein bisschen, weil so ganz passt das nicht alles zusammen, dass es Verträge gibt, die einem ein ruppiges Verhalten erlauben. Ja, aber gleichzeitig dann auch... Ruppiges Verhalten? Ich dachte, du sagst wieder was zu dem Wort. Nee, aber ich sage übernommen. Was dazu. Ich wusste nicht, dass jemanden zu zwingen, 2 Bomberjacken zu kaufen, auch unter ruppiges Verhalten fällt. Ja, manchmal offenbar doch. Muss man schauen. Aber meine allererste Frage, die ich noch nicht gespoilert habe, was für Jacken waren das denn? Ich meine, wir beide kennen uns mit diversen Bomberjacken aus, aber gleich für 300 Euro ein Modell, war das irgendeine Special Edition oder sonst irgendwas? Ja, also ich würde mal sagen, das wäre eine Jacke, die hätte ich auch angezogen und die ziehe ich auch an. So möchte ich es mal formulieren. Also ich mag diese Jacken. Ja, ich glaube, ich weiß, wir brauchen auch jetzt hier nicht drum rumreden, welche Marke das ist, aber es ist am Ende, war das ein Sondermodell? Weil im Endeffekt kosten die Basic-Modelle ja jetzt nicht 300 Euro. Das heißt, es waren schon irgendwelche krassen... War schon was bisschen Besseres. Gut. Naja, also ich möchte mal als Expertin sagen, ich habe das ja auch in Mantelform, das ist schon teuer. Ja, ich auch, aber nicht 300 Euro, deswegen war jetzt meine Frage so konkret. Ja, aber bei mir nur nicht, weil ich gebraucht kaufe. Vintage, wie wir heute ja gerne sagen. Egal, auf jeden Fall, es wird 2 Modelle geben von Bomberjacken, die jeweils 300 Euro kosten und 2 Personen wollten eben jene haben. Ich weiß nicht genau, wo ich da reingehen soll, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr viele irritierte Fragen habe. Ich habe jetzt hier einmal stehen, ob du mir erstmal, du kannst dann aussuchen, das Verhältnis der 3 erzählen willst. Nö. Oder ob du chronologisch vorgehen willst. Ja. Und wenn ja, wo? Ich würde sagen, wir fangen an am 28. Dezember 2019. Wieder zwischen den Jahren fällt mir gerade auf. Hatten wir doch in der letzten Folge schon. Gerade die Themenwochen bei Verurteilt zwischen den Jahren. So ein kleines Special. Genau. Also auch hier haben wir das den 28.12.2019. Oder wie ich mal sagen möchte, am Geburtstag einer wirklich guten Freundin von uns, die uns zusammengebracht hat. Also an jenem 28. Dezember 2019 gegen 19 Uhr kriegt die Polizei einen Notruf. Einer Notruf von Dominik E.
38 Jahre alt. Mhm. Und der teilt mit, was wir eben schon gehört haben, er sei geschlagen, gefesselt, bedroht, genötigt worden und zur Herausgabe seiner Bankdaten gezwungen worden, damit eben jene Jacken dafür bestellt werden konnten. Und ihm sollte das Geschlechtsteil abgetrennt werden, haben wir auch noch gehört. Ja, genau. Die Polizei fährt also hin. Eine uniformierte Streife fährt zu ihm, findet eine unaufgeräumte Wohnung vor, in der es nach Rauch stinkt, in der sie Gurte sieht, in der sie Klebebänder sieht und in der Energy-Dosen, also von diesem Zeugs, was ich nicht trinke, auf dem Boden rumliegen. So. Und der erzählt eben diese Sache in Kurzfassung. Es ist 20.24 Uhr, die Tatortgruppe und der KDD, das Streamkrimi, der Kriminaldauerdienst, kommt und guckt sich diesen Tatort ein bisschen genauer an, nämlich bis morgens um eins. Kann ich fragen, warum? Ja, weil die Polizisten gesagt haben, oh, hier muss erstmal der Tatort gesichert werden. Weil? Ja, weil ja der Verdacht im Raum steht, dass es hier eine räuberische Erpressung gab. Wir haben das Wort Anfangsverdacht auch gehört. Was ist das genau eigentlich? Naja, das sagt hier, also hier, das ist sozusagen eine ganz niedrige Stufe. Eine niedrige deswegen, Stufe des Verdachts. Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich mich an dem Wort jetzt nur gerieben, weil das ist eine niedrige Stufe. Ja. Gleichzeitig aber die Stufe von den Einsatzmöglichkeiten, die da jetzt angewandt werden, die scheint ja nicht so niedrig zu sein. Naja, das geht ja. Wir sind ja in der Wohnung des Geschädigten, wie die Juristen immer sagen, also hier des Opfers. Also die dringen ja jetzt nicht irgendwo anders ein und verwüsten da irgendwas oder so. Ne? Sondern sie gehen dahin und versuchen erstmal Spuren zu sichern. Und zu gucken, was ist hier so passiert. Verstehst du trotzdem, warum ich das komisch finde? Weil im Endeffekt hätte ich jetzt gedacht, da ruft einer an und sagt, ey, die haben mich erpresst hier, bla bla, zwei Jacken zu bestellen. Ich hätte gedacht, da kommen maximal zwei Polizisten zu mir nach Hause. Ja, so war es ja auch. Es war ja erst die Streife da und die Streife sagt, sieht das Zeugs da alles rumliegen, deswegen habe ich das gesagt, und holt den Kriminaldauerdienst, das ist ja schon schließlich abends, und holt die Tatortgruppe und sagt, hier, guckt euch mal hier diesen Tatort an. Oder diesen mutmaßlichen, muss man ja dadurch sagen. So, das machen die bis morgen zum Eins. Die nehmen unter anderem auch DNA-Vergleichsproben mit und dokumentieren in ihren Aufzeichnungen eine kleine Verletzung bei Dominik E. am linken Ohrläppchen. Und der nennt einen Mann, der bei ihm zu Hause gewesen sei, der ihm das angetan habe, und nennt auch den Wohnort und die Handynummer. Und jetzt passiert Diverses parallel. Also erstmal würde ich sagen, fangen wir an mit der Vernehmung von Dominik E., die relativ lange dauert. Ist sie noch an demselben Tag? Alles am selben Tag. Wir sind immer noch an diesem Tag. Auch nachts dann? Ja, die beginnt um 21.45 Uhr und endet um 23.16 Uhr. Der wird parallel zu der Tatortbegehung wird der vernommen? Ja, genau. So. Der Was sagt, erzählt der denn? Der erzählt, also ich habe mich über das Schwulenportal Gay Romeo, das kenne ich mittlerweile, weil das kommt häufiger in meinen Prozessen vor, an seltsamen Stellen, der NSU 2.0, der verurteilte NSU 2.0 Drohbriefschreiber tummelte sich da auch und saß nämlich davor, als sie ihn festgenommen haben. Da, so. Also alle möglichen Leute tummeln sich dort, auch Oliver W. Und den hat hier, unser Geschädigter kennengelernt und die haben sich verabredet bei ihm in der Wohnung. Er selber nennt sich übrigens, also die haben ja da so Nicknames, der nennt sich Bound Boy 49, hier wie Schnüren. Und Oliver W. heißt Alpha Dog 1000. Ich wollte gerade 2000 sagen, weil ich an Fußball 2000 gedacht habe, aber damit hat es gar nichts zu tun. So. Und es ist relativ klar, das Ganze spielt in der BDSM-Szene. Also es geht um Dominanz, um Bestrafung, um Fesselspiele, um Lustschmerz, um Rollenspiele, all diesen Kram. Was heißt BDSM genau? Ich weiß es nicht. Ich habe es gewusst, dass du es mich fragst. Ich hatte es noch nachgeguckt und fand es so kompliziert und dachte, ich fasse es mal in diesen Worten zusammen. Also ich glaube aber, dass sich jeder trotzdem was darunter vorstellen kann. Ja, Bondage. Also Sadomaso. Und davor kommt auch noch irgendwas. Das ist das, wo die meisten bei X-Hamster nicht draufklicken. Ah, okay. So,
Und der erzählt, es hat schon mal ein erstes Treffen gegeben, nämlich kurz vor Weihnachten am 23. Dezember. Und da habe er als frecher Sklave sich mit Oliver W. getroffen. Und er habe auch wie vereinbart eine zweite Person mitgebracht. Alles war in Ordnung. Jetzt war das zweite Treffen an eben diesem Tag vereinbart. Das heißt, im Endeffekt hast du jetzt trotzdem meine Frage von Anfang beantwortet. Das Verhältnis der drei, die lernen sich auf irgendwelchen Portalen kennen. Aber diese zwei kannten sich vielleicht, den hat er einfach mitgebracht. Die zwei kannten sich schon. Sich unabhängig davon. Mhm. Er hat Person A kennengelernt und der hat einfach noch Person B mitgebracht. Ja, also er sagt, beim ersten Treffen sei das so verabredet gewesen, beim zweiten Treffen sei es nicht so verabredet gewesen. Da habe er die Tür geöffnet, dann sei hier Alpha Doc 1000 mit seinem mitgebrachten Koffer mit den Utensilien drin gekommen, es sei gleich laut und aggressiv geworden, weil Dominik E. die von ihm bestellten Zigaretten nicht besorgt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das war hier der freche Sklave. Das war das zweite Treffen. Lass aber am ersten Treffen bleiben. Nee, erste Treffen weiß ich nicht mehr dazu. Das war harmlos und da kann ich nicht mehr dazu sagen. Harmlos in der ihren Sphären. Also harmlos in deren Sphären, alles nach Verabredung, da ist irgendwie nichts passiert. Nach Aussage von Dominik E. Nur danach können wir ja im Moment da gehen. Sind wir ja gerade. Wir sind mehr ja jetzt noch ja in noch der nicht. Nacht. Wir sind noch stellt in der euch Nacht. Vor, nebenan wird die ein oder andere Energy-Drink-Dose angeschaut. Und hier wird gerade Dominik E. vernommen. Genau. Der erzählt, wie es dann zu diesem zweiten Treffen kam wahrscheinlich. Nein, wir sind ja schon beim zweiten Treffen. Das zweite Treffen war auch hier über diese Plattform verabredet worden. Das sind aber die gleichen Personen. Das heißt, das erste Treffen kann so schlecht nicht gelaufen sein. Würde ich vermuten. Beim ersten Treffen war verabredet, dass hier Alpha Doc 1000 noch einen mitbringt. Beim zweiten Treffen sagt Dominik E. war dies nicht verabredet und er hat aber einfach den zweiten mitgebracht. Mein Gott. Laut aggressiv, weil er die Zigaretten nicht besorgt hat, die er hat besorgen sollen. Verständlich. Ich wusste das. Er selber gerät in Panik, starre, wie er sagt, kann sich nicht mehr bewegen, kann sich aus dem Griff auch nicht mehr befreien. Aus dem Griff? Ja, von Oliver W. und seinem Kumpan. Hiwi, Freund, Kumpel, Komplizen, was immer er war. Welchen Griff haben die denn genommen? Ich weiß nicht. Er wird aufs Bett getreten und er soll Bomberjacken kaufen und da weigert er sich, sagt er. Also fesseln ihn beide an ein Bügelbrett. Gerade noch losgeworden. Erste Treffen war schon vereinbart, irgendwelche sexuellen ja. Praktiken auszuleben, die aber auch schon in den Bereich gehen, wo es um Dominanz und sonst Sklave und die anderen Sklaven, bla, irgendwelche so, Rollenspiele. Master. Wie gesagt, ehrlich gesagt, hier auch no kink shame, ehrlich gesagt, ist ja in Ordnung. Nee, darum geht's ja nicht. Nein, das aber. Das ist nur eine fremde Welt, für, jedenfalls für mich. Ja, aber das ist ja dann im Endeffekt trotzdem so, dass Dominik E. sagt, okay, komm wieder. Dann kommt ja. der andere mit. Das ist ja jetzt auch, dann hat der andere gesagt, ey, es hat mir auch gut gefallen, jetzt kommen ja. wir halt zu zweit, bla bla. Jetzt ist es aber so, und deswegen frage ich trotzdem so nach dem ersten Treffen, jetzt wirkt er ja plötzlich völlig schockiert. Ja. Warum? Das versucht die Polizei im Laufe dieses Verfahrens rauszufinden. Es ist ja jetzt, wenn du vorher schon so ein Treffen hattest, was ja gut gelaufen ist und du bist bereit, dich nochmal zu treffen. Na gut, naja gut. Also wo ist jetzt, nein, vielleicht will ich einfach nur wissen, wo ist die Steigerung zu in Treffen 2 gewesen, dass die ihn jetzt ans Bügelbrett gefesselt haben oder was? Die haben ihn ans Bügelbrett gefesselt und sie haben ihn, wie er sagt, mit Waterboarding gefoltert. Also sie sind mit ihm ins Bad gegangen, haben ihm den Badvorleger über Mund und Nase gezogen und ihn permanent mit Wasser übergossen. Das hätte ungefähr 30 Minuten gedauert. Danke, dass du hier meine Frage sehr konkret beantwortet hast, weil das ist natürlich wirklich, yo. Jo. Dann rückt er unter diesem Eindruck, rückt er die Bankdaten raus. Sie gehen zurück ins Wohnzimmer, sie entfesseln ihn vom Bügelbrett und wollen an seinem PC Jacke Nummer 1 bestellen und halten ihn dabei eine Schere ans Ohr, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, füge ich hinzu. Dann dauert hier Oliver W., dauert der Bestellvorgang zu lange. Er nimmt die Bankkarte an sich und bestellt über sein mitgebrachtes Handy selbst die Jacke. Der andere, sein Kumpel, Gehilfe, Komplize, was immer er ist, fordert
fordert Dominik E. auf, nur über die Webseite Jacke Nummer 2 zu bestellen, weil das hat ja erstmal nicht funktioniert. Und dann kommt das, was wir schon gehört haben. Oliver W. hält ihm die Schere an den Penis und droht, ihn abzuschneiden. Erste Frage, die sich hier stellt, warum bestellen die nicht einfach gleich beide Jacken gleichzeitig? Das kann ich nicht beantworten. Bist auch schon in dem Ding drin, mach doch Warenkorb zweimal. Na, vielleicht, weil sie an verschiedene Adressen gehen, vielleicht, ja, so würde ich das mal wirklich vermuten, weil die Jacke war, eine Jacke war ja für den einen, die andere Jacke war an den anderen. Jedenfalls rückt Dominik E., bestellt Dominik E. jetzt selber über sein PayPal-Konto die Nachdem Jacke eine schon bestellt zwei. Wurde. Eins ist schon bestellt. Eins hat er selber gesagt, das dauert nicht so lange, du hast es mit den Zigaretten auch nicht hingekriegt, ich mach das schon. So ist es. Der andere hat gesagt, nee, du machst es. Und er hätte auch die Bankkarte abnehmen können, meine ich nur. Hätte auch machen können, hat er aber nicht. Also, sagt. Der wollte quasi, der andere wollte noch eine Stufe höher gehen. Sagen, nee, selber bestellen reicht mir nicht, du musst es mir bestellen. Also, und Oliver W. zwingt ihn nun, ihm über Facebook zu schreiben, dass diese Jacken nachträgliche Weihnachtsgeschenke sind. Wir sind da zwischen den Jahren. Ne? So, sagt er. Wem schreibt er das? Beiden. Also, Dominik E. Ja. Soll über seinen Facebook-Account Oliver W., weil das ist ja so eine Kontaktperson, schreiben, dass die beiden Jacken sind Weihnachtsgeschenke, nachträgliche. Mhm. Habe ich euch gerne geschenkt, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch oder so macht ähnlich. Chronologisch nicht viel Sinn. Weil? Die Jacken ja überhaupt nicht da sind. Wie bitte? Die Jacken sind ja noch überhaupt nicht da. Ja, macht ja nichts, aber sie sind ja bestellt. So, daraufhin, und ja, ich kann die Warum-Frage nicht beantworten. Nee, aber wir müssen noch mal ganz kurz, vielleicht lasse ich da nicht locker. Ich bestelle, theoretisch gesehen, zwei Weihnachtsgeschenke für Leute, die ja dann angeblich nicht da sind oder was. Was ist denn das Szenario, was soll denn hierdurch entkräftet werden? Ich bestelle jetzt was und schreibe demjenigen sofort, das ist ja zeitlich nachweisbar, hier Weihnachtsgeschenk. Das soll beweisen, dass ich freiwillig denen diese Jacken bestellt habe, weil das sind ja nachträgliche, das heißt, Weihnachtsgeschenke für sie. Das Szenario ist so, die sind eigentlich gar nicht bei ihm. Sonst müsste es ihnen ja nicht bei Facebook schreiben. Ja, also ich jetzt behaupte ich mal, dass die so weit gar nicht gedacht haben. Oder er. Oder wer immer sich das ausgedacht hat. Gut. So, also so. Daraufhin wickeln sie ihn in Stretchfolie, also sozusagen Frischhaltefolie ein, packen ihn in einen Schlafsack, zurren ihn mit Gurten auf dem Bett fest, sagen ihm, hier, wenn du die Polizei verständigst, kommen die Hells Angels und nehmen seinen Haustürschlüssel mit, drohen wiederzukommen und verlassen gegen 17.50 Uhr seine Wohnung. Es dauert bis etwa 19 Uhr, bis er sich aus diesem Schlafsack befreit. Dann ruft er den Weißen Ring an, diese Opferorganisation, die damit angeblich überfordert sind. Und daraufhin ruft er die Polizei an. Jetzt sind wir wieder hier bei 19 Uhr. Nicht direkt die Polizei rufen. Nein, erst Weißer Ring. Warum? Offensichtlich hat er sich von denen Hilfe versprochen. So, jetzt sind wir hier wieder bei 19 Uhr, ne? So erzählt er diese Geschichte. Er hat quasi erzählt, wie er zu diesem Notruf gelangt ist. Genau. Durch diese Geschichte. Genau. Jetzt, und er sagt, die haben viel getrunken und die haben auch diese ganzen Energy-Drinks zu sich genommen und die Polizei stellt deswegen diese Dosen sicher. Hier Tatortgruppe und Kriminaldauerdienst stellen Dosen sicher. Die Staatsanwaltschaft erwirkt noch in dieser Nacht, also vom 28. auf den 29. Dezember, einen Durchsuchungsbeschluss für Oliver W. Mhm. Um 1.15 Uhr ist die Polizei dort. Ist alles dieselbe Nacht? Alles dieselbe Nacht. Um 1.15 Uhr ist die Polizei dort, trifft aber lediglich die Mutter von Oliver W. an. Die sagt, der ist nicht da, der ist bei seiner Freundin. Erlaubt aber, dass die Polizei rein kann. Bei seiner Freundin? Ja, bei seiner Freundin. 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 Mhm. Zumindest verstehst du meine Frage. Ja, verstehe ich. Okay. Gut. Auflösung folgt. Sehr gut. So, es ist 3.35 Uhr im Beisein der Mutter, weil du brauchst immer eine Zeugin dabei, wenn du was durchsuchst. Durchsuchen sie sein Zimmer und stellen sicher irgendwelche Notizzetteln, zwei Tablets und einen verschlossenen Tresorwürfel. Ich habe nachgeguckt, was das ist. Das ist wie ein Hotelsafe. Das nehmen sie alles mit.
Und Sie sehen, dass da so ein Whiteboard hängt an der Wand. Und da sind handschriftliche Termine eingetragen. Ich zitiere aus der Akte, zu möglichen Straftaten oder vereinbarten sexuellen Handlungen, Dienstleistungen gegen Geld? Fragezeichen. Die Frage stellt sich die Polizei. So. Das heißt, es gibt noch mehr Dominik E.s. Offenbar. Okay. So, jetzt haben wir 29. Jetzt ist die Nacht vorbei. Ja. Nächster Morgen fährt eine Streife erneut zu Oliver W. Ja. Er fährt, weil das offensichtlich die Mutter erzählt, ja, also der hätte auch Kontakt gehabt mit Dominik E. Ja. Und aber der hat noch nichts davon mitbekommen. Wer? Der war ja nicht da. Haben die den schon Oliver angetroffen? Oliver W., nee, aber scheinbar hat es die Mutter ihm erzählt. Ist ja naheliegend. Ja, natürlich, aber ist die Polizei mal auf den getroffen mittlerweile? Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Bis jetzt noch nicht. Aber sie erfährt, dass es einen Kontakt gab zwischen den beiden, also dem frechen Sklaven und seinem Master. Und dass er ihn wohl gefragt hat, ey, warum hast du nicht gesagt, dass es dir zu heftig war? Das erfährt die Polizei. So, jetzt ist es... Nochmal, was? Zu wem hat er das gesagt? Oliver W. Ja. Also der Master hat zum frechen Sklaven gesagt, hier, warum hast du nicht gesagt, dass es dir zu heftig war? Das erzählt die Mutter. Das erfahren die da, ja. Also nicht von ihm. Sie haben ihn immer noch nicht persönlich getroffen. Deswegen war ich gerade irritiert. So, jetzt ist es 9.30 Uhr. Die Polizei ruft jetzt bei Oliver W. an und macht eine sogenannte Gefährderansprache. Das ist was? Gefährderansprache heißt, wenn jemand es ist eine Anzeige erstattet worden, das ist hier ja der Fall. Es ist eine Anzeige erstattet worden und jemand ist verdächtig und ich konfrontiere ihn damit und ich fordere ihn dringend auf und sage, hier, Freund, wir haben dich im Blick, ja, unterlass das mal künftig. Wir sehen dich. Eigentlich ist die Idee, das ist sozusagen eine Vorstufe, dass dem gesagt hat, hier, wir haben dich im Blick, Junge. Ja. Ist eigentlich dumm. Wieso? Weil dann kann er ja theoretisch Beweise vernichten. Ja, das kann er theoretisch, er kann aber auch. Aber der Hauptgrund ist dass man verhindern will, dass noch mehr passiert. Das ist ja hier noch alles relativ niedrigschwellig. Ja, natürlich, so. Aber es ist... Wir reden ja hier nicht von Mord und Totschlag. Schießt man sich da schon ins eigene Knie. Wenn also, ich den Verdächtigen, der noch nicht, obwohl er weiß ja, wenn er die Mutter war, hat sie mir auch gesagt, ja, wahrscheinlich. Also der jedenfalls sagt, ich will jetzt mal hier diesen Sachverhalt klären und bittet um ein Treffen und will auch da seinen Kumpel, der heißt übrigens Manuel, den will er mitbringen. Ja, und hat also ein klares Interesse daran, dass er das hier mal aufklären will. Das ist keineswegs so, dass der irgendwas verschwinden lassen will. Das heißt, der geht auf die Polizei zu. Die sind auch nicht abwehrend, sondern... Nein, überhaupt nicht. Okay, okay. Überhaupt nicht. So, es ist 10 Uhr. Die Polizei geht erneut bei Dominik E. vorbei und will mal die Chatverläufe sehen, die es da so gibt. Und das zeigt er denen auch. Aber das Problem ist, dass viele dieser Chatverläufe mit Alpha Doc 1000 bei gayromeo.de oder wie das heißt, oder komm und was weiß ich. Also da. Das ist eigentlich egal, oder? Ich mag das Wort irgendwie. Ich Warum? Glaube, deswegen sage ich es. Das ist im Endeffekt Dating-Portal. Ja, also in diesem Dating-Portal, die werden automatisch gelöscht. Weil ehrlich gesagt, und das ist meine Frage jetzt, ja. Weil du betonst es immer wieder so, aber eigentlich ist die sexuelle Orientierung völlig egal. Ja, natürlich ist sie egal. Das könnte auch bei Tinder passieren. Ja, natürlich ist sie egal. Es kann auch zwischen Frau und Mann passieren. So, das meine ich. Also, ja, ja, ja. Ich wollte nur wissen, ob ich vielleicht irgendwas verpasst habe. Nein. Das ist eigentlich egal. Das ihr müsst nicht schreiben. Das ist ein Dating-Portal. Er hat völlig recht. Okay. Gut. Also das wird da irgendwie automatisch gelöscht, aber es gibt noch einen WhatsApp-Chat und die Polizei stellt jetzt erstmal das Handy von Dominik E. sicher, damit sie sich diese Chats angucken kann, damit der nichts löschen kann. So. Und außerdem gibt er jetzt auch zu, ich habe dem eigentlich auch nur den Haustürschlüssel gegeben und nicht den Wohnungstürschlüssel, weil vom Haustürschlüssel, da habe ich einen Zweitschlüssel, vom Wohnungstürschlüssel habe ich nichts. Also das heißt, der hat ja gesagt, der hat diesen Schlüssel erzwungen und hat gedroht, ich komme wieder. Aber er kommt gar nicht in die Wohnung mit dem Schlüssel rein. So. Das ist schon ein erstes Anzeichen für eine kleine Abschwächung dann quasi. So. Und dann übergibt Dominik E. der Polizei
einen Vertrag, von dem wir schon gehört haben, nämlich einen Sklavenvertrag. Den haben wir ja schon gehört. Also der übergibt der Polizei bei seiner Familie. Bei seiner Familie. Wer jetzt? Polizei, der Dominik selber? Das Opfer. Das Opfer gibt den Vertrag der Polizei. Die Polizei ist ja nochmal zu dem hin. Die wird ja irgendwie, die scheint ja schon misstrauisch zu werden. Ja, so. Und eigentlich gibt der Dominik, also eigentlich hätte man ja erwartet, dass es von anderen, von den zwei Leuten dieser Vertrag gezeigt wird. Ja, aber so weit sind die ja noch gar nicht gekommen. Die sind ja noch nicht da, die haben ja erst angekündigt, sie wollen reden. Und die Polizei ist ja jetzt nochmal hier zu dem Opfer gefahren und das Opfer sagt dann irgendwann, ja, ich habe denen auch nur den Haustürschlüssel und eigentlich gar nicht den Wohnungstürschlüssel gegeben, Klammer auf, die wären gar nicht bei mir reingekommen, Klammer zu. Und es gab auch noch diesen Sklavenvertrag, aber das Original habe ich zwar unterschrieben, aber ich habe gar keine Kopie davon erhalten. Wollen wir mal reinhören in den Sklavenvertrag? Warte, das ist noch nicht. Wer hat keine Kopie bekommen? Er selber. Er sagt, er hätte einen Originalvertrag unterschrieben, aber er hätte gar keine Kopie davon bekommen. Der gibt quasi zu, ich habe einen Vertrag mit dem unterschrieben, nämlich einen Sklavenvertrag. Aber den hat er gar nicht. Den hätte er gar nicht. Der macht quasi momentan nur die Existenz offenbar. Ja. Wir haben den aber gar nicht. Nein, ich kann aber schon mal vorne wegnehmen, dass die Polizei an den ganz leicht rankommt. Weil die anderen den haben. Ja, und die zeigen das denen auch, weil die wollen, dass man es sieht. Da ist nichts drin, was jetzt die zwei belastet, sondern im Gegenteil. Warum erwähnt dann Dominik wahrscheinlich den Vertrag? Weil er unter Druck geraten ist. Wir wissen ja nicht so ganz genau, wie die Polizei fragt. Okay. Er rückt in jedem Fall. Er sagt das jedenfalls. Hat die Polizei dann Vorkenntnisse, dass es in diesen Kreisen üblich ist, solche Verträge abzuschließen? Das will ich mal hoffen. Aber ich weiß es nicht. Weißt du das? Ja. Das ist Common Knowledge. Also ob das jetzt alle so machen, aber dass es das gibt, das weiß ich ja. Das weißt du, ja? Ja, ehrlich. Okay, krass. Weil ich wusste es nicht. Also ich wäre, wenn ich der Polizist gewesen wäre, ich wäre nicht auf die Frage gekommen, ja, mach doch da immer so Verträge. Also das hätte ich nicht gewusst. Jetzt hast du schon gesagt, ich freue mich sehr, weil ich habe wirklich Angst gehabt, als ich das gehört habe vorhin, dass du dann sagst, ja, den Vertrag, den haben wir leider nicht gesehen. Doch, ein Teil davon habe ich uns mal aufsprechen lassen. Dann würde ich doch mal sagen, dann hören wir uns doch diesen Teil mal an und vielleicht sind wir danach auch schlauer. Paragraph 1, Dienstantritt. Mit Betreten der Wohnung bzw. des durch den Herrn ausgewählten Dienstortes beginnt der Sklavendienst. Der Sklave hat den Herrn unverzüglich und ohne Aufforderung seitens des Meisters sein gesamtes Besitztum inklusive der Kleidungsstücke zu überreichen. Ein Anspruch auf Rückgabe des Besitztums besteht erst nach Beendigung des Sklavendienstes. Körper und Geist werden zu 100% Eigentum des Meisters. Paragraph 4. Gehorsam und Strafen. Der Herr hat das Recht, den Sklaven mittels Androhung von Strafen zur Ausführung seiner Befehle zu zwingen. Nach der erzwungenen Zusage des Sklaven, den Befehl doch auszuführen, kann der Herr die angedrohte Strafe für den Widerstand dennoch ausführen. Der Sklave wird seine Bestrafung immer dankbar empfangen und als Teil seiner Ausbildung zum perfekten Sklaven ansehen. Paragraph 4.3 Härte der Strafen. Das Strafmaß bestimmt allein der Herr. Die einzige Obergrenze des Strafmaßes sind die Verletzlichkeit oder die Gesundheit des Sklaven. Vergleiche Paragraph 5.1. Entblößung oder Ekelgefühl des Sklaven begrenzen das Maß der Strafe grundsätzlich nicht. Der Sklave kann den Herrn lediglich durch Aussprache eines Codeworts auf seine Belastbarkeitsgrenze hinweisen, wobei der Herr die Bestrafung jedoch um ein gewisses Maß reduziert fortsetzen kann, um den Sklaven für sein ungebührliches Verhalten zu züchtigen. Als vereinbartes Codewort gilt Gnade. Also das ist jetzt nur ein Teil. Der ist deutlich länger. Ich hätte ehrlich gesagt den ganzen Vertrag gerne gesehen. Hast du den irgendwo? Ich habe den, ja. Dann bringen wir den mal. Weil da wird ja auch Querverweise und so gemacht. Vergleiche, Paragraph. Das scheint ja ein richtig... Wie groß ist der Vertrag? Wie viele Seiten sind das? Ich glaube, das sind drei eng beschriebene DIN A4-Seiten. Also, diesen Vertrag gibt es. Das gibt er jetzt zu.
gleichzeitig? Ja, das heißt aber, aus dem Vertrag höre ich nicht raus, dass es okay ist, dass sie die Bomberjacken bestellen. Klar kann man sagen, ich kann nicht zwingen, alles dazu zu machen, aber... Also da steht drin, sein gesamtes Besitztum inklusive bis der Kleider. Bis das Schauspiel da vorbei ist. Ja, klar. Ja, wieso? Und die Bomberjacken sind aber danach noch in dem Besitz. Das heißt, theoretisch müssten die Bomberjacken dann auch wieder zurück in seinen Besitz gehen. Vielleicht, ja. Nach laut des Vertrages dort. Also, es ist jedenfalls an diesem selben Tag, nämlich am Tag danach um 12 Uhr, erscheinen Oliver W. und Manuel S. bei der Polizei. Und die streiten gar nichts ab. Sie sagen aber, das war gewünscht und das war gebucht. Bomberjacken zu bestellen. Inklusive dieser beiden Bomberjacken. Also, Sie erzählen, um die Frage von vorhin zu beantworten, dass die beiden Schulfreunde sind seit der 8. Klasse, dass sie an diesem Tag zusammen nach Frankfurt gefahren sind, dass es tatsächlich gleich losging, das sagen Sie auch, als Sie bei dem Dominik E. reingekommen sind, dass er aber angefangen habe, dass wir uns die Bomberjacken aussuchen können, dass vorher dieses Waterboarding verabredet war, bis er Stopp gesagt hat, hätten sie es auch gemacht. Der hat wohl Stopp gesagt, also nicht das verabredete Codewort Gnade. Irgendwie hat er wohl Stopp gesagt. So. Und dann habe er selbst gewollt, dass sie ihn in den Schlafsack schnüren. Wir haben nur das gemacht, was er von uns verlangt hat. Er wollte, dass wir dominant sind, sie hätten ihn aber nicht geschädigt. Ja doch, finanziell. Das kommt gleich noch. Mhm. Also, und Oliver W. hat halt erzählt, dass er auf dieser Plattform schreibt, dass die beiden hetero sind, deswegen die Freundin. Das ist quasi deren Job. Und der andere, Manuel S., ist im Grunde genommen nur der Fahrer. Der sagt, er ist der Fahrer, weil Oliver W. keinen Führerschein hat. Der braucht einfach einen, der ihn fährt und der nimmt ihn dann halt mit. Und er würde das machen gegen Spritgeld und für ein Päckchen Zigaretten. Ja, kriegt Oliver, wie heißt Oliver W.? Kriegt der Cash dafür immer. Das heißt, zusätzlich zu den Bomberjacken auch noch Cash. Also der ist auf zwei Portalen unterwegs. Das ermittelt später die Polizei. Ja, kriegt der Geld für diese Geschichte. Warte, auf dem einen Portal, das ist hier diese Dating-App, eigentlich nicht, aber offenbar hier doch, ohne eigentlich. Für eine Bomberjacke? Keine Ahnung. Ja, eben. Und bei dem anderen, auf dem er ist, kriegt er Geld. Das heißt, am Ende kann man Intention Geld unterstellen. Bei dem anderen Portal darf man es vielleicht nicht. Und deswegen macht er es mit Sachpreisen. Vielleicht. Die dann, also man kann sich dann schon ein Szenario vorstellen, zu sagen, Portal 1, da kriege ich sowieso Geld. Da brauche ich den jetzt nicht zwingend, mir eine Bomberjacke zu bestellen. Aber bei dem Portal kriege ich kein Geld. Deswegen versuche ich mir dann, es ist im Endeffekt zwischen, okay, entweder zahlt ihr mich oder Amazon Gutschein. Ja. Also, und weil du vorhin gefragt hast mit dem ersten Treffen, die haben gesagt, da hätte er klipp und klar gesagt, er wolle erzogen werden, er möchte dienen. Und da hätten sie ihm gesagt, setz dich aufs Bett und wie sieht es denn hier überhaupt aus? Und dann wurden Befehle erteilt und danach habe er, Dominik E., Kontakt zu Oliver W. wieder aufgenommen und dann hätten sie das mit den Bomberjacken verabredet. Er habe das alles auf freiwilliger Basis gemacht und er habe vorab die Zusage gegeben. Bei dem zweiten Treffen dann wollte er mit dieser Stretchfolie ans Bügelbrett gewickelt werden. Dann kam diese Waterboarding-Nummer und sie hätten ihn befreit, weil der Platz dort auch zu eng gewesen wäre und weil der ein bisschen zu straff zugezogen war. Und dann hätten sie ihn unter die Dusche gesteckt. So. Also mit anderen Worten, die geben alles zu, was da passiert ist. Das heißt aber auch. Nur sie sagen, es war verabredet. Das heißt, es gibt keinerlei Diskrepanzen und Widersprüche, was da passiert ist, sondern nur warum. Genau. Jetzt habe ich aber dann auch mal eine Frage an den Geschädigten, in Anführungszeichen. Wie begründet der denn den ganzen anderen Kram dann? Der wirkte ja so nach seiner Ausführung, als hätte ihn das völlig aus dem Nichts erwischt. Ja. Wie kam denn das? Also der hat sich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, hat er sich ja schon mit denen getroffen. Ja, er sagt ja, beim zweiten Mal hätte er sich nur mit dem einen verabredet. Jo, Bruder, es ist ja aber nicht das Problem, dass da noch einer dabei ist, sondern dass sie dich gezwungen haben. Das heißt, wenn einer gekommen wäre und hätte gesagt, eine Bomberjacke, wäre es okay gewesen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht beantworten.
Ich kann es nicht beantworten, was die Polizei was gemacht will der, hat. Will er seine Bomberjacken zurück? Was will, Naja, er hat Strafanzeige erstattet. Der kann doch nicht so einen Vertrag unterschreiben und dann gleichzeitig Strafanzeige erstatten. Das ist ja auch unfair für die Leute, die das dann ausführen. Stell dir mal vor, du würdest mir jetzt erlauben, Basti, natürlich. Ey, Basti, bitte, ich unterschreibe hier, dass du mir, mich an ein Bügelbrett bindest. Genau. Und dann mich da vergammeln lässt irgendwo. Nee, vergammeln nicht, aber ich muss ja dann irgendwann aufhören. Aber theoretisch, du erlaubst mir das. Gnade und dann sage. Und am Ende zeigst du mich an. Und ist ja kein Geil. Ja. Also was ist denn? Jo, das sagen diese zwei Jungs ja auch. Also was die Polizei gemacht hat, ist dann in Online-Ermittlungen gegangen. Das klingt voll modern. Cool, oder? Also sie haben Master Alpha Dog 1000 auf diesen verschiedenen Plattformen gefunden, nämlich Dating-Apps und Bezahl-Apps. Sie haben Lichtbilder verglichen. Da auf diesen Lichtbildern haben sie Ohren, Nasen und Mund verglichen, um rauszufinden, wer ist und also wie das so passt. Und dann haben sie eben auch Manuel S. gefunden und so. Mhm. Ne? So, also die beiden haben sie gefunden. Sie haben auch gefunden, dass AlphaDog 1000 Abzocksklaven sucht, dass er, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das bei dir formuliere, weil ich habe das ja schon mal erlebt, was das für Effekte hat, Achtung. Also, dass er Ausscheidungen von sich gegen Geld in neutralen Paketen und im Glas ordentlich verschlossen verschickt, was alles gibt, hä? Dass er anbietet Peitsche, Gurt, Fessel, Folter und Waterboarding, dass er vor allen Dingen sehr, sehr gute Kundenrezensionen hat. Also da steht, ja. Geiler Typ, Alter. Ja, nein, der hat mir so einen Schuhkarton vollgekackt und hat es mir geschickt. 5 Sterne gerne wieder, Alter. Da steht, einfach überwältigend, super eingespieltes Team, Suchtpotenzial definitiv gegeben, sehr geiler Master, hält sich an Absprachen und geht voll auf sämtliche Wünsche ein. Es sind wirklich zwei super Kerle, die wissen, was sie tun. Kontakt und Abstimmung ist super gelaufen. Das ist ein Teil. Es gab noch viel mehr. Spricht so. Für die beiden. Scheint spricht für die beiden. Sehr erfolgreiches Master-Duo zu sein. Was für die beiden auch spricht, ist, dass die Polizei bei ihren Online-Ermittlungen auf einen Chatverlauf gestoßen ist. Und in diesem Chatverlauf, der beginnt am 21. Dezember und endet am 27. Dezember, Tag war 28. Mhm. Wird eindeutig der Jackenkauf verabredet. Es wird sogar Größe Large für AlphaDog 1000 mit verabredet. Ah ja, also. So. Aber nur eine Jacke. Aber am 28. Dezember um 14.59 Uhr gibt es eine WhatsApp an Manuel S. Hi Manu, ich habe dir eine Jacke bestellt, die zahle ich gerne. Da du dir die ja zu Weihnachten gewünscht hast und für Olli habe ich auch eine gekauft, da wir uns auch kennen. So, ist jetzt nicht das schönste Deutsch, aber trotzdem eindeutig. Aber das ist nicht eine von diesen erzwungenen Facebook-Nachrichten. Also wenn die am 28.12. um 14.59 Uhr geschrieben ist und die um 5, nach seiner Aussage um 15.40 Uhr bei ihm waren, kann es eigentlich nicht erzwungen sein. Nach seiner Aussage. Hat jetzt doch der Dominik diese Jacken bestellt? Nein, das ist doch eine WhatsApp-Nachricht von... Ach so, ja, Dominik, ja. Ich habe gerade den Namen verwechselt. Ich denke, die haben den gezwungen. Nein. Und das dann selber bestellt. Offenbar. Haben die jetzt 4 Jacken? Nein. Jetzt müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Das macht keinen Sinn, ehrlich gesagt. Um wie viel Uhr die Jacken bestellt worden sind. Nee, das macht keinen Sinn. Doch, natürlich. Nein, das macht keinen Sinn. Wieso denn? Die kommen da rein. Also erstmal wird vorher vereinbart. Das sagt er. Ob es so war, wissen wir doch gar nicht. Aber die anderen haben es auch nicht. Die anderen sagen, diese Jacken, also ich weiß jetzt nicht, ob die anderen, welche Zeitpunkte die genannt haben, so. Wann die Jacken bestellt worden sind. Da ist wahrscheinlich der Fehler hier in der Matrix gerade. Ja. Wurden die Jacken vorher bestellt? Sieht so aus. So, und während dieses ganzen Aktes nochmal? Das glaube ich nicht. Das heißt, es gibt nur 2 Jacken. Die waren auch scheinbar verabredet.
Das sagen die er zwei sagt, Jungs. Aber er wurde in diesem ganzen Wust dazu. Das kann man doch chronologisch einfach auflösen. Eigentlich kann man es auflösen. Das kann man doch ganz hier, da braucht man keine Cyber-Ermittlung doch machen. Doch, sonst hätten wir ja nichts zu erzählen. Außerdem haben sie eine Nachricht gefunden, da steht drin, ich biete mich auch als Haushaltssklave an, man darf mich gerne anderen verleihen und ich gebe ihnen einen Zweitschlüssel für meine Wohnung. Achso, der ist ja gratis, kann ich den holen? Ja. Kann ich sagen, putz meine Wohnung? Aber er schreibt auch, jetzt wieder an Oliver W., ja. Bitte verlass mich nicht, ich kann ohne meine Gottheit nicht leben. Sie dürfen alles mit mir machen, gerne auch kidnappen und gefangen halten, mein Master. Das interessiert mich nicht, ich will wissen, ob der meine Wohnung putzt. Das ist aber wichtig. Also lieben braucht er dich nicht. Also, ja, also ich kann dir ja vielleicht einen Kontakt herstellen. Nein, wir lassen den in Ruhe. Das ist eine arme Sau, glaube ich. Bin verwirrt. Also die Polizei fasst im Januar, Richtung Ende Januar, schließlich folgendes Ermittlungsergebnis zusammen. Es gab eine Dienstleistung. Bitte sag, dass das einfach nichts gab. Ja, es gab eine Dienstleistung. Okay. Die Rollen waren eindeutig verteilt. Es gab eindeutige Absprachen. Es kann nicht beantwortet werden, inwieweit es gewollte Überschreitungen gab und die von den Meistern überhaupt erkannt worden wären bei einem... Die Polizei nennt das auch Meister. Ja, ihr seid ja hier die Meister. Bei einem frechen Sklaven. Ja, ja, das sind Rollenspiele. Klar. Frecher Sklave, Alter. So. Warum ist das? Aber frecher Sklave passt ja auch nicht. Der sollte doch eigentlich nicht frech sein. Naja, vielleicht wäre er gerne frech. Du sollst nicht frech sein, du bist mein Sklave. Natürlich soll er frech sein. Wieso denn? Ist doch Sklave. Weil er doch sonst nicht bestraft wird. Der will doch bestraft werden. Deswegen muss er doch frech sein. Ja, das darf er doch nicht von sich selber behaupten. Die anderen müssen ihm doch dieses Frech auferlegen. Er ist doch eigentlich ein Sklave und will alles machen. Und dass er frech ist, kann er nicht von sich selber behaupten, sondern also, das muss ich ihm sagen. Die Polizei. Heike, du bist mein Master, Alter. Sag mir, was ich machen soll. Lass mich mal ausreden. Also die Polizei. Unterschreib das bitte hier. Kriegst aber keine Kopie. Putze meine Wohnung dafür. Oh, das willst du nicht. Okay, stimmt. Oh, das willst du nicht, dass ich deine Wohnung putze. Das machen wir lieber andersrum. War ein mündlicher Vertrag. Die gelten auch. So, wow. Also jedenfalls glaubt die Polizei, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist sehr wohl wichtig, dass vielleicht verschmähte Liebe dahinter steckt, dass er dem das andichtet. Ja? Kann nach, sein, wenn er doch sagt, Nachricht bitte verlass mich Sinn, nicht. Ja, deswegen habe ich sie doch reingenommen, die Nachricht. Sonst wäre ich doch da nicht rausgekommen. Ich wollte die Nachricht auch nicht als unwichtig stempeln. Ich war immer nur noch irritiert, dass es Leute gibt, die umsonst Wohnungen putzen. Er hat kurz davor, nämlich am 21. Dezember, geschrieben, ich bin immer noch verknallt, aber seitens des Meisters werden keine realen Gefühle erwidert. Das würde dafür sprechen. Es ist jedenfalls... Was eine Welt, Alter. Es ist jedenfalls nun Februar 2020, die Staatsanwaltschaft hat das wirklich ordentlich ermitteln lassen und lässt Oliver W. nochmal zu dem Sklavenvertrag vernehmen. Dann versichert der an Eidesstatt, also hier schwöre, ja, dass dieser Vertrag, den er da vorzeigt, echt ist. Das hat doch der andere auch zugegeben. Ja, aber der andere hat ja gesagt, ich habe da was unterschrieben, aber ich habe nie eine Kopie bekommen. Bruder, du wirst es aber gelesen haben. Weißt was? Wartest doch nicht damit, was in dem Vertrag steht, bis du eine Kopie bekommst, Heike. Ja, also Oliver W. sagt, das liest sich alles sehr fordernd in diesem Vertrag. Ja. Aber Dominik E. ist ja der Sklave. Ja. Und wenn ich dominant sein muss, dann muss ich so fordernd schreiben, sonst springt mir der Kunde am Ende ab. Natürlich. So hat er gesagt. Was ist denn? Der Polizei. So, und jetzt dreht sich die Sache um. Jetzt gibt es einen Vorwurf gegen Dominik E., nämlich Vortäuschen einer Straftat. Oh. Weil, oh. Aus vielen Gründen, also einmal, das haben wir schon gesagt, hier, weil die Beschuldigten ja bereit waren, das lückenlos aufzuklären. Die haben sich ja gegen nichts gesperrt. Ja. Die WhatsApp-Abläufe, vor allen Dingen den Sklavenvertrag, die Neigungen, das sieht man in den Profilen von ihm, ne, was er für Neigungen hat. Und die vielen positiven Bewertungen der Kunden haben auch eine Rolle gespielt. Heißt, das ist schon geil.
Dienstleistungen waren gewünscht und gebucht, haben wir schon gesagt. Und der hat sich einfach in den verknallt und wollte... Eventuell unterschiedliche Auffassungen und das Codewort ist halt nicht gesagt worden. Ja. Also die mussten davon ausgehen, dass das hier die Frechheit eines, ich zitiere, eines Sklaven ist, der bestraft werden will. Vielleicht ist, ehrlich gesagt, ich sag dir mal eine Sache, Heike, Es geht noch viel weiter. Jetzt kommt's. Es geht noch viel weiter. Die Anzeige gehört vielleicht auch zu dem Spiel. Vielleicht ist der Sklave so frech, dass er zur Polizei geht und kriegt dann danach, vielleicht gehört das alles zur Dienstleistung, dieses ganze Ding. Natürlich sein. Gehört alles zu einem großen, großen Bild. Oh, der Arme, oder? Nein, doch. Dann kriegt der Master Probleme mit der Polizei und dadurch wird der Master noch strenger. Das ist alles ein, wer weiß, wie viele Bomberjacken da noch fließen. Also Dominik E. Achso, das habe ich verschwiegen. Das ist auch rückgängig gemacht worden mit den Bomberjacken. Was? Diese Bestellungen sind alle rückgängig gemacht worden. Was soll denn das, Alter? Naja. So wenigstens zu den Uffern. Kannst du was Nuffern? Du musst da jemanden fesseln, der will gewaterboardet werden. Da kriegst du nicht mal eine Bomberjacke, der Arme. Arme Oliver W., Alter. Also Dominik E. jedenfalls ist dann zur Polizei gekommen in Begleitung seiner Mutter. Hatte Atembeschwerden, Herzrasen, also dem ging es richtig schlecht, hat geweint ganz dolle. Die Vernehmung musste abgebrochen werden. Das Verfahren gegen die anderen zwei ist eingestellt worden, weil kein hinreichender Tatverdacht. Und ein Verfahren gegen Dominik E., ich habe extra nochmal nachgefragt, ist nicht eingeleitet worden, weil es einfach eine arme Sau ist. Ja, aber die Bomberjacken hätte man schon. Die stehen meiner Meinung nach den beiden zu. Nicht mal Zigaretten haben sie gekriegt, Alter. Was soll das denn? Heike, mein Zettel ist leer, wie du sagst. Deiner ist leer, meiner ist noch nicht leer, tatsächlich. Oh nein. Weil ich würde tatsächlich gerne mal allgemein wissen, in solchen Kreisen, das soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein, aber es gibt ja scheinbar Kreise, die Grenzen überschreiten, die in anderen Kreisen nicht überschritten werden. Wie weit geht so ein Vertrag denn? Also wann gerät denn so ein Vertrag an seine Grenze? Was darfst du mir denn zum Beispiel alles erlauben? Also was da darfst du jetzt haben? Ich erlaube Basti Red, mir ein Loch in die Backe zu bohren. Vielleicht ist das wie mit den Ärzten, die ja auch permanente Körperverletzungen begehen. Mit denen schließe ich ja auch sozusagen einen Vertrag ab. Theoretisch gesehen kann... Ja gut, aber ich meine, bei Sterbehilfe endet es ja offensichtlich. Ja, ja. So. Wo ist auf dem Weg zum Tod, wo ist denn da die Grenze? Darf ich dir jetzt, wenn du jetzt sagst, Basti, boah, ich habe keinen Bock, bitte säg mir ein Bein ab. Darf ich das? Nee, ich würde sagen nein. So, warum nicht? Weiß ich nicht. Ja, siehst du. Aber weißt du was? Nee. Wir überfallen einfach. Ja, es ist uns auch jemand überfallen. Vielleicht kriegen wir zwei Bomberjacken. Wir überfallen jetzt einfach unseren Joker. Ja, und ich würde sagen, für so einen speziellen Superman-Fall rufen wir Lossi Bossi an, oder? Wen sonst? Pam Pam. Ja? Heike Borufka, Basti Red, Staffel 8, Folge 2. Lossi Bossi ist auch hier wieder dabei. Genau das. Hallo. Grüße. Und darüber freuen wir uns. Und jetzt kommt ein Überfall mit einer nicht verabredeten Frage. Kauf mir eine Bomberjacke, Lossi, Alter. Wieso? Einfach so, weil ich das sage, weil ich dein Master bin, Alter. Und du bist mein frecher Sklave. Okay, wir sind in der BDSM-Szene unterwegs. Ja. Und Basti hat wie immer eine Frage, die klug ist und ich nicht beantworten kann. Okay. Also, ich habe heute in der Folge gelernt, dass es bei solchen Sexualpraktiken, oder ob es Sexualpraktiken sind, muss ja nicht mal immer sein, aber so Sklavenspiele, gibt es vorher Verträge. Ja. Wo abgemacht wird, was Person A, Person B antun darf und wie das da gesamt geregelt ist. So. Mhm. Meine Frage ist jetzt, Sterbehilfe ist ja nicht erlaubt. Nee. So, jetzt muss es ja vom Sklavenvertrag in irgendeinem Chatforum zur Sterbehilfe irgendwo eine Grenze geben, wo das aufhört. Darf Heike zum Beispiel mir erlauben, ihr mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Backe zu bohren? Also, ja, grundsätzlich ist das alles natürlich erstmal frei, was ihr da untereinander macht. Aber töten dann doch nicht. Nee, also das ist ja genau das Problem. Das ist ja dann strafrechtlich relevant. Und wenn jetzt einer das mitkriegt, dass du ihr mit der Bohrmaschine ins Gesicht bohrst, ja, dann ist das ja eine schwere Körperverletzung. Ja, aber Eike hat es mir ja vertraglich zugesichert, dass ich es darf.
Ja, aber trotzdem wäre das ja dann, wenn das jetzt ein Polizist mitkriegen sollte oder ein Staatsanwalt mitkriegen sollte, dann wäre der verpflichtet, dann ein Verfahren einzuleiten. Ja. Das wirft einen ganz anderen. Ehrlich gesagt, habe ich das nämlich die ganze Zeit, habe ich das auch so wie Lossi gefühlt. Weil ich dachte, aber ob diese Verträge ein wirklich. Aus der hohlen Hand, ja. Das ist schon so ein bisschen aus der hohlen Hand. Ja, wir haben ja auch, wir haben ja angekündigt, dass wir dich. Aber so, also das ist ja, also schweren Körperverletzung wäre das ja jetzt in der Baumaschine durchsubsumiert und dann bekommt das ein Polizist mit oder obwohl das dann kein Verbrechenstatbestand. Ja, okay. Das ist ein Vergehen noch, weil es nicht Mindeststrafe ein Jahr ist. Das heißt, sobald wir in dem Bereich sind, wo eine Mindeststrafe von einem Jahr vorliegt, also ein Verbrechen, dann müssen die von Amts wegen ermitteln. Ah, okay. Das heißt, im Endeffekt wird das quasi. Da sind wir noch genau im Bereich von Vergehen. Also das heißt, ich dürfte Heike vertraglich zugesichertes jedes Vergehen antun, aber dann, wenn es in den Straftatenbereich geht, nicht. Es sind ja alle Straftaten, aber es geht um die Höhe der Mindeststrafe. Und wenn du eine Mindeststrafe von einem Jahr hast, dann ist es ein sogenanntes Verbrechen und dann sind die dazu verpflichtet, von Amts wegen zu ermitteln. Und beim Vergehen ist meiner Meinung nach jetzt nicht der Fall, dass der dann verpflichtet ist, da vorzugehen, wenn das jetzt ein Staatsanwalt mitbekommen würde oder ein Polizist oder wer auch immer. Ja. So würde ich das jetzt mal lösen, aus der hohlen Hand, die Frage. Also für mich macht das Sinn, was du sagst, aber das macht mit dem Fall passt nicht so ganz zusammen, den wir hatten, weil da sind zwei Leute, ich hole dich mal kurz ab, da sind zwei Leute, die lassen sich im Internet buchen, um Leute als Sklaven zu behandeln. Die sind quasi die Master. Jo. Und eines von diesen Sklavenspielen war, dass die ihn dazu gezwungen haben, zwei Bomberjacken zu bestellen, beziehungsweise hat er das behauptet. Okay. Und dann, ja, genau. Und aber schöne. Und dann wollte eine halbe Stunde gewaterboardet werden. Der wollte sich am Bügelbrett festbinden lassen und danach in Frischhaltefolie einwickeln lassen, um sich dann so in dem Zustand ans Bett zu fesseln. Und dann hat er die danach, scheinbar aus Eifersucht, wie wir jetzt rausgefunden haben, hat er die angezeigt und dann haben die gesagt, ey, stopp, wir haben hier einen Vertrag und sind quasi, ist ihnen die Ermittlungen fallen gelassen worden. Okay, ja, aber dann geht das ja auch in die Richtung. Wenn er da eingewilligt hat, das ist ja eigentlich das ganze Ding. Und wenn es alles vom Vergehensbereich war, dann ja. Okay, das heißt aber, Nee, ich glaube, ich habe es verstanden, ehrlich gesagt. Dann machen wir jetzt Folgendes, weil wir haben dich jetzt überfallen und wie gesagt, ich bin dein Master, du bist mein frecher Sklave, deswegen zwinge ich dich jetzt mit in den Zuschauerraum. Okay. Zuschauerraum. Und da ist deine Herrin Heike jetzt für dich zuständig. Genau. Es gefällt mir, Alter. Bitte, lass das auch im Internet anbieten, Lassi. Ja, also. Muskota, Alter. Ja, genau. So, also ich habe eine Frage von Lisa. Und Lisa würde gerne erklärt haben, wie ein Angeklagter mit einer offensichtlichen psychischen Störung rechtswirksam Anweisungen an seinen Anwalt erteilen kann. Also wir haben ja viele Fälle, zuletzt hier den armen Kerl, der so schwer krank war und den Stiefvater umgebracht hat. Und sie fragt zum Beispiel, der Verzicht auf Rechtsmittel ist ja eine sehr weitreichende und tief tragende Entscheidung. In dem Fall war es tatsächlich so, der hat sofort auf Rechtsmittel verzichtet und es ist rechtskräftig geworden. Wieso wurde hier kein Betreuer eingesetzt? Hast du eine Antwort darauf? Wie weit ist der geschäftsfähig? Ja, da muss man jetzt, also da bin ich froh, dass ich die Frage ein bisschen vorab hatte von dir. Relativ kurzfristig, aber ich konnte sie mir nochmal anschauen. Die ist nämlich tatsächlich ein bisschen kompliziert. Da muss man einiges sortieren. Also Geschäftsfähigkeit hat damit erstmal gar nichts zu tun. Hier geht es erstmal, es geht um das Verhältnis Anwalt-Mandant, wenn ich die Frage richtig seziere. So. Und in einem Strafprozess unterscheidet man zwischen Verhandlungsfähigkeit und, sage ich mal, Schuldunfähigkeit oder Schuldfähigkeit. So. Verhandlungsfähig bist du erstmal grundsätzlich ab Volljährigkeit, ja. Und dann gibt es noch Einzelfälle, ob du verhandlungsunfähig bist oder nicht. Das brauche ich jetzt aber nicht erklären. Die Geschäftsunfähigkeit ist davon aber komplett zu trennen. Genauso wie die Schuldunfähigkeit davon zu trennen ist. Ja, du kannst quasi verhandlungsfähig sein, aber schuldunfähig. Ja, das wirkt sich dann nur Schuld aus, wie das Wort schon sagt. Aber verhandlungsfähig ist dann erstmal bejaht worden. Als Anwalt muss man jetzt auch wieder unterscheiden, wenn ich jetzt Pflichtverteidiger bin. Und die Person ist
jetzt in dem Beispiel geschäftsunfähig, ja, dann bin ich als Pflichtverteidiger verpflichtet, das zu tun, was ich als Pflichtverteidiger für sinnvoll halte. Ja. Sollte dann Betreuer dazwischen geschaltet worden sein, dann muss ich das natürlich mit dem Betreuer besprechen. Ja. In einem normalen Mandantenverhältnis bin ich natürlich auch den Weisungen des Mandanten unterworfen als Pflichtverteidiger. Ja, habe aber einen gewissen eigenen Spielraum. Ja. Und als Wahlverteidiger wiederum, wenn ich jetzt sozusagen auf einer vertraglichen Grundebene mit dem Mandanten arbeite und ich nicht Pflichtverteidiger bin, dann müsste der Geschäftsunfähige mir erstmal diesen Vertrag kündigen, was er ja nicht kann, weil er geschäftsunfähig ist. Und dann muss ich auch erstmal in seinem Sinne handeln. Ja. Und wenn er den Vertrag kündigt, diesen Anwaltsvertrag, dann bin ich ja eh aus dem Verfahren raus. Ja. Aber das ist jetzt auch alles vielleicht zu kompliziert, weil im Grundsatz kann man sich einfach merken, Rechtsmittel kann man jederzeit wieder zurücknehmen, wenn man die einlegt. Ja. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass man sie irgendwann mal einlegt innerhalb der Frist. Warum die jetzt in dem konkreten Fall auf die Rechtsmittel verzichtet haben, weil der Angeklagte gesagt hat, aber ich, weil der Angeklagte gesagt hat, er will das nicht. Er akzeptiert alles. Ja, aber der war ja... Und die haben ihn eingewiesen. Genau, das heißt, er war schuldunfähig. Ja. Und das muss unterscheiden von der Geschäftsunfähigkeit. Das hat mit der Geschäftsfähigkeit gar nichts zu tun. Das muss klar trennen. Und natürlich ist das Rechtsmittel, in dem Fall kann das natürlich aus Sicht des Anwalts auch völlig ohne Erfolgsaussichten gewesen sein. Und es hat dann ja auch gewisse Vorteile in der Strafvollstreckung, wenn du erstmal nicht ins Rechtsmittel gehst. Ja, weil dann ist es rechtskräftig, dann kommst du relativ schnell in die Unterbringung, also in die Psychiatrie in dem Fall anscheinend, ja. Und ob er jetzt untergebracht war oder in der U-Haft saß, das weiß ich ja alles jetzt gerade. Er war untergebracht. Untergebracht, genau. Dann geht er ja sofort in die Therapie und geht dann sofort in die Maßnahmen über. Das heißt, da ist dann, das so schnell wie möglich rechtskräftig werden zu lassen, schon durchaus sinnvoll, der Gedanke. Okay. Ja. Es hat aber überhaupt nichts, also Geschäftsfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Schuldfähigkeit und dann gibt es noch eine Verfahrensfähigkeit, das ist ein Betreuungsrecht. Die musst du alle voneinander trennen, die haben auch nichts miteinander zu tun. Ja, also wer geschäftsunfähig ist, kann aber verhandlungsfähig sein. Ja, und der Verhandlungsfähige kann aber schuldunfähig sein wiederum. Ja. Und wenn du verhandlungsunfähig bist, dann gibt es auch Fälle, in denen, wenn du zum Beispiel selber herbeiführst, dass das Gericht dann trotzdem weiterverhandeln kann in deiner Abwesenheit und so Geschichten. Ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen. Ich habe es ehrlich gesagt ziemlich leicht verstanden. Ich auch. Ja. Okay, dann war ich ja doch nicht so kompliziert. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Ein großer Bauch wie vorher, weil es so alles so kompliziert war. Ja. So. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir werden uns mit Sicherheit in Staffel 8 nochmal hören und denk an meine Bomberjacke, mein Freund. Das werde ich tun. Alles klar, danke. Bis dahin. So. Wir sehen vielen Dank. Uns, gell? So. Ja. Ciao. Was ist die Bossi? Zettel jetzt auch leer. Mein Zettel ist noch nicht ganz leer. Immer noch nicht. Weil am 21.12., kurz vor Weihnachten, könnt ihr uns nochmal live sehen, meine lieben Freunde. Und am 18.01. auch. Und auch noch mehr Termine. Es gibt eine ganze Tournee, die geht fast bis 2024 rein. Verurteilt. Verrückt, oder? Absolut. Ich hab's und Leute, wir sind verwöhnt. Wir haben eigentlich immer ausverkauftes Haus. Tatsächlich ist es ein guter Hinweis. Kann natürlich sein, dass, wenn ich das jetzt hier sage, schon alles weg ist. Aber dann haben wir noch mehr Termine. So ist es nämlich. 18.01. Und fortführend könnt ihr euch raussuchen. Findet ihr auf unserem Social-Media-Kanal. Bei Instagram gibt es Verurteilt Gerichtspodcast. Verurteilt Minuspodcast.de könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt Heike auch dann E-Mail schreiben, verurteilt@hr.de. Aber nur nett. Nur nette E-Mails werden auch beantwortet und gelesen. Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Oder hast du noch irgendeinen Housekeeping-Hinweis, der uns hier aufgetragen wurde? Nein. Danke. Endlich. Verurteilt. Dabei. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.